Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Bunte Steine Fan, und ihr seht schon, heute geht's weiter mit einem weiteren Polybag, wie ich es schon im Short angekündigt hatte. Diesmal aus der Lego Marvel Serie, die 30679 Venom Street Bike, Venoms Motorrad in Deutsch, ganz einfach übersetzt. Wir haben hier 53 Teile drin zu einem Preis von 3,99 €. Wie gesagt, ich hatte es bei Müller gekauft, da gab es das dann für 2,99 € im Angebot. Habe ich einfach mitgenommen, weil ich auch die Figur sehr interessant fand. Und ich glaube, ich habe auch noch keine einzige Venom-Figur. Von daher, wir haben viele Teile zu einem guten Preis. Und ja, ich würde sagen, wir packen es jetzt einfach mal aus und schauen uns das Ganze an. Wie gesagt, sind nicht so viele Teile, da machen wir ein kleines Live-Bild auch noch mit. Das ja. So, komm her. Ist schon was weggerollt. Sind auch relativ viele Teile. Okay, gut. Das war's. Da haben wir alle Teile auf einen Haufen. Das machen wir hier hin. Okay, da haben wir sie alle. Und hier ist die Bauanleitung. Natürlich in so einem kleineren Format, ich sage kleineren Blättchen, und wie wir sehen, haben wir 18 Bauabschnitte, die wir bauen müssen, bis wir dann das Motorrad vor uns in voller Pracht und Blüte stehen haben. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an zu bauen, und natürlich fängt es hier mit der Venom-Figur an. So, und jetzt müssen wir einmal den Kopf finden. Da ist auch schon der Kopf, und da haben wir auch schon unseren Venom zusammengebaut. Den tun wir jetzt hier hin. So, und da beginnen wir mit dem Motorrad. So, da brauchen wir jetzt das hier und das hier. Und das sind Teile, die kenne ich so hier jetzt auch gerade nicht so. Die sind mir jetzt auch ganz neu. Ich weiß nicht, ob die euch schon vorher untergekommen sind in irgendeinem Set. Also ich habe die jetzt so auch noch nicht gesehen. So, dann machen wir jetzt einmal das hier hin, einmal das hier hin. Dann auf der anderen Seite nochmal das gleiche. Und das da. Und der kommt hier hin. Und wie gesagt, ich weiß, ich habe nicht so viele Marvel-Sets hier auf meinem Bautisch oder überhaupt, dass ich da jetzt so viele Marvel-Sets jetzt vorgestellt hätte, obwohl ich eigentlich die Sets relativ cool finde, die es so gibt, einige. Von daher, ja, ich weiß nicht, hat sich bis jetzt nicht so ergeben, dass ich da immer mal jetzt ein paar mehr Marvel-Sets gezeigt habe. So, das hier rein. Jetzt kommen, bauen wir die Stud-Shooter zusammen. So, da kommt das dann hier hin, und das kommt dann hier dran. Okay. 7, da kommen dann jetzt hin. Die normalen, genau. Wo sind die Teile hin? Ich brauche jetzt schwarze Teile. Jetzt haben wir größten Test noch schwarze Teile da. Da ist es, genau. Ja. Genau, das kommt jetzt da drauf. Was ist das andere hin? Das sind die Ecken, brauche ich nicht. Ich brauche ein abgerundetes. Na, wo ist es hin? Immer die Teile suche hier. Ah, ich finde das Teil nicht. Kann nicht wahr sein. Ist da noch ein Teil drin? Dass mir das jetzt hier fehlt. Das wäre jetzt aber nicht. Gar nicht so doll. Was auch immer. Nö, ich muss nicht.
viel ist noch drin? Ja, genau. Okay, ich hab's gefunden. Es war noch in der Verpackung gewesen. Na, das kann nicht wahr sein. Hatte sich in der Verpackung noch versteckt, das Teil. Aber hier kommt nix weg, wird alles gefunden. So. Das war das. Jetzt kommen die eckigen. Okay, die werden einfach so drauf gemacht. Das ist auch eine interessante Bauweise. Die habe ich auch so noch nicht gesehen. Okay. Okay. Das hier. So, jetzt kommen die schwarzen Ecken dran. Ich muss mir mal, dass ich das auch richtig schön in die Kamera halte, damit ihr das auch seht. Sonst bringt das ja nichts. Ein Live-Bild, wo man nichts sieht, das bringt ja auch nichts. So. Habe ich da jetzt was vergessen? Nee. Da kommt die jetzt hier drauf. Das hier und das hier. Genau. Die sind schöne Teile hier, die mit den geriffelten, die geriffelten Slopes. Die finde ich, find ich schön. Auch wenn es die mal in so einem Pearl Silver gibt. Sehen die richtig schick aus. Hä? Sagen wir mal, jetzt kommt noch mal so ein Teil und ich finde es verwirrend. Da ist es. Ha, gut. Kommen die Reifen. Einmal die Reifen aufziehen. Ui. Ui. Okay. Oder habe ich jetzt den falschen erwischt? Bestimmt jetzt den falschen, ja. Ah je. Okay. Also wie ihr seht, bei mir läuft es auch nicht immer gerade. Ich bin jetzt schon gerade gewundert, dass es jetzt nicht so geht. Jetzt, okay, hab ihn. Na komm her. Okay, ja. Gut. So. Jetzt dürfte es eher passen. Ja, also bei den Felgen aufpassen. Es sind unterschiedliche Größen. Okay. Sieht auch nicht viel besser aus. Scheint. Was ist das denn jetzt? Nee, ist genau gleich. Nee, gibt keinen Unterschied. Okay, gut, okay. Kam mir jetzt ein bisschen komisch vor, aber naja. So, da müssen jetzt. Die habe ich aber auch noch nicht voll so gesehen hier. Zwei Teile, die ich bis jetzt nicht so oft hatte. Na gut, Technik bin ich ja nicht so dabei. Nur so ein paar Sets, die ich mal gebaut habe. So, das muss ich jetzt genau treffen, dann passt das. Komm. Jetzt ist dran, genau. So, und dann das hier. Motorrad. So, okay, perfekt. Jetzt haben wir schon mal, jetzt kannst du schon mal auf den eigenen Rädern stehen. Das sieht schon mal gut aus. Jawohl. So, da kommt jetzt das hier dran. Und die Zähne. Zähne. Und das hier. Und dann noch das hier dran. Okay.
So, genau. So haben wir das dann jetzt dran gebaut. Okay, und dann einfach so. Ja, das sieht auch schon mal richtig toll aus. Richtig schick sieht das aus. So, die Teile habe ich aber auch noch nicht so gesehen hier. Diese hier. Die sind mir auch neu. So, jetzt mal drei Teile. Die mir. So. Ja, so. Gut. Okay, und das sind wir ja auch schon. Habe ich das richtig schon? Ja, mal so rum. Okay. Oder? Bin ich jetzt falsch? Muss das so? Das muss so rum. So muss das, genau. Ja. Und da sind wir doch auch schon fertig. Ich belade noch die Stud-Shooter noch schnell. So. Und so. Noch ein bisschen Munition haben sie auch noch mitgeliefert. Das ist auch sehr gut. Na komm. Na. Um. Jetzt ist. Okay. Gut, ja. Und das sind wir dann auch schon fertig. Wie gesagt, wir haben sogar noch ein bisschen Munition noch mit dabei. Nochmal drei, einmal einer rote Stats zum Schießen sind noch mit dabei. Das hier blieb übrig. Okay. Und ja, würde ich sagen, da steht das Set nun in seiner vollen Pracht und Güte vor uns. Schauen wir es uns einfach mal an. Oh, das sieht ja jetzt hier aus, das gefällt mir gar nicht. So, machen wir das jetzt so. Okay, schauen wir uns zuerst einmal das Motorrad an. Also hier haben wir jetzt das Motorrad von Venom vor uns in seiner Pracht und Blüte. Sieht richtig toll aus. Hier mit diesen geschwungenen Teilen auch ebenfalls richtig so einen kleinen aggressiven Look noch mit reinbekommen. Grundprinzip mit den Stud-Shootern. Sagt hier die Zähne oben drauf. Also sieht richtig, richtig toll aus. Räder laufen sehr gut. Ja. Ja, sehr gut. Ist auch schön austariert, dass es auch beibehält, dass es stehen bleibt. Das gefällt mir auch toll. Ist ja nicht so einfach manchmal. Ja, vor allem farblich ist ja nur weiß, schwarz, grau. Ein bisschen rot jetzt durch die Stud-Shooter. Das war's. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, das, ja. Also mir gefällt es. Es ist ein kleines, schickes Motorrad-Stud-Shooter-Schießen. Wirst du einfach hier drauf drücken, dann schießt der Stud-Shooter los. Und dann können wir nachladen. So, und jetzt kommt der Hauptakteur im Grundprinzip, die Venom-Minifigur, die sich hier jetzt uns darbietet. Wie gesagt, sehr schöner Venom-Druck hier drauf, auch so wie es wirklich halt aussieht. Soll ja Venom sein, ist ja klar. Von daher finde ich das hier sehr, sehr gut gemacht. Beine sind nicht bedruckt, es gibt keine Bedruckung auch an der Gürtellinie. Auf der Rückseite sehen wir dann hier nochmal das fortgesetzt, das Venom. Logo, Symbol im Grundprinzip auf dem Rücken, auch sehr, sehr schön gemacht. Und natürlich die Bedruckung vom Kopf, Venom typisch, sieht auch sehr gut aus. Gefällt mir. Ist halt wirklich eine schöne, fast komplett schwarze Minifigur mit weißen Akzenten. Ja, das ist bei Venom halt nicht so schwierig zu machen, gell? Sieht wirklich toll aus, gefällt mir. Ja, so. Was können wir machen? Wir können nochmal den Venom auf sein Motorrad setzen. Das können wir noch machen und da schauen wir uns das mal an, wie das... Ups, jetzt habe ich schon abgemacht. Ja, toll. So, schauen wir uns an, wie das aussieht. So, genau. Ja, können wir sogar so lassen. So. Ja, und so sieht es dann mit Venom drauf aus. Wie, ja, das gefällt mir. Sieht gut aus. Sehr schön. Ja, was sagen wir dazu? Kurzes Fazit. Sehr schönes Set, viele Teile, 52 Teile für 3,99 €. Gibt sogar aktuell 2,99 € wieder das Polybag bei Müller. Also wenn ihr die Minifigur noch nicht habt und ihr auch ein richtig schickes Bike haben wollt, holt euch das Polybag. Ihr macht auf jeden Fall überhaupt nichts falsch. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bike und ja, gefällt mir sehr gut, das Polybag. Und die Venom-Figur ist auch richtig klasse. Was haltet ihr von dem Polybag? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like da oder ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao, euer Wunschsteine-Fan.